Hallo liebe Fabela Gaming-Zuschauer, hier ist Fabian heute mit einem neuen Off-Topic-Video. Heute möchte ich nicht über Spiele reden, sondern über die meiner Meinung nach 5 besten Navi-Apps für iOS und Android für Pendler. Konkret möchte ich heute über Google Maps, Apple Maps, TomTom Go, Waze und Here Maps reden. Navigon und Garmin habe ich ebenfalls ausprobiert, das liegt allerdings schon etwas zurück und gerade die Verkehrsinformationen sowie die Stauumfahrung haben mich bei den genannten Apps nicht überzeugt. Das Video hier soll jetzt aber kein wissenschaftlicher Faktencheck werden mit exakt notierten Teststrecken und allen Features der jeweiligen Apps, sondern meine ganz persönlichen Erfahrungen mit den Navi-Apps widerspiegeln, eben insbesondere im Berufsverkehr. Features wie Blitzer, Infos über den öffentlichen Nahverkehr oder Zwischenziele sind zwar nett, haben mich für dieses Video aber nicht allzu sehr interessiert, da für mich als Pendler vor allem die Routenführung durch den Berufsverkehr besonders wichtig ist. Ich bin regelmäßig die Strecken Aachen-Köln, Brühl-Köln gefahren und habe dabei alle genannten Apps ausprobiert. Vorneweg möchte ich sagen, das perfekte Navi habe ich noch nicht kennengelernt. Jede App hat Stärken und Schwächen und jede App hat leicht unterschiedliche Philosophien. Grundsätzlich bringen euch alle Navi-Apps von A nach B und auch alle Navi-Apps bieten euch Stauumfahrung bei großen Autobahnstaus an. Die Unterschiede liegen im Detail und selbst die meiner Meinung nach beste Navi-App hat mich ab und zu im Stich gelassen. Platz 5, Apple Maps. Auf Platz 5 kommt bei mir Apple Maps. Wer sich jetzt wundert, wie es ausgerechnet die oft kritisierten Apple-Karten in die Top 5 noch vor Navigon, Garmin und so manch anderen Anbieter schaffen kann, hier gibt's die Antwort. Erstens, die Apple-Karten von heute sind nicht mehr mit den Apple-Karten zum Start vergleichbar. Ihr wisst schon, damals hatte sich sogar Apple-Chef Tim Cook persönlich für die schlechte Qualität der hauseigenen Karten-App entschuldigt. Aber seitdem hat sich viel getan und die Qualität hat sich gewaltig gesteigert. Optisch zählt Apple Maps zu den schickeren Navi-Lösungen, bietet in großen Städten sogar 3D-Gebäude. Die Bedienung ist klar und einfach und nur die Apple-Karten bieten die Möglichkeit zur Zieleingabe via Siri. Die Apple-Karten sind sehr akkuschonend und lassen sich sogar im Hintergrund und bei deaktiviertem Display nutzen. Das Display schaltet sich dann nur ein, wenn eine Ansage kommt. Die Verkehrsdaten basieren auf den Daten von TomTom. Das zeigt sich bei der Routenführung und bei der Stauumfahrung. Die Ankunftszeiten sind präzise, meist kommt man sogar vor der geplanten Ankunftszeit an. Gesperrte Straßen landen bei Apple Maps häufig mit als erstes im Vergleich zu anderen Apps. Insbesondere gegen den großen Konkurrenten Google Maps können die Apple-Karten bei Straßensperrungen punkten. Apple Maps ist mittlerweile eine richtig gute Navi-App geworden. Dem Berufspendler würde ich die App allerdings trotzdem nicht empfehlen. Dazu entscheidet sich Apple Maps zu oft für dieselben Routen und man landet auch zu oft noch im Stau. Gefühlt gibt es Updates an der App zudem nur bei den jährlichen iOS-Updates. Ob es auch serverseitige Updates bei der Routenführung gibt, kann ich nicht sagen. Bemerkt habe ich keine. Ein Nachteil bei Apple Maps kann auch sein, dass es keine Möglichkeit gibt, Karten offline zu speichern. Apple Maps ist kostenlos auf allen iOS-Geräten vorinstalliert. Platz 4, TomTom Go Mobile. Auf Platz 4 landet bei mir TomTom Go Mobile. Die App wurde erst im März 2016 auf iOS eingeführt. Bei Android gab es die Go-Variante schon einige Zeit länger. Die Go-Apps orientieren sich an den aktuellen Standalone-Navi-Geräten von TomTom. Bei den User-Kritiken kommt die App nur gemischt weg, da man bei der neuen App im Vergleich zu den alten TomTom-Apps auf wichtige Features wie zum Beispiel Zwischenziele, Mapshare, manuelle Straßensperrenumfahrung zunächst verzichtet hat. Dennoch finde ich die App in den App-Stores etwas unterbewertet. TomTom Go bietet eine erstklassige optische Darstellung, den unübertroffenen Staubalken an der Seite, Blitzervorhersagen und hervorragende und häufig auf den Meter genaue Stauvorhersagen. Dennoch finde ich die Benutzeroberfläche und insbesondere die Zieleingabe gerade im Vergleich zu den anderen hier vorgestellten Navi-Apps altbacken und umständlich. Größeres Problem meiner Meinung nach, was nützen die besten Verkehrsinfos, wenn sie nicht entsprechend genutzt werden? TomTom Go Mobile zeigt mir die Staus an, führt mich aber trotzdem rein, weil
TomTom eben glaubt, dass es die schnellste Route ist. Zum einen stimmt das nicht immer und zum zweiten fahre ich mit dem Testsieger dieses Vergleichs deutlich entspannter. Dort habe ich dann zwar vielleicht etwas mehr Kilometer auf dem Tacho, weil die Strecke etwas länger war, aber kein nerviges Stop and Go im Stau oder Stadtverkehr. Gerade bei den Alternativrouten ist TomTom nicht so flexibel wie die besser platzierten Apps. TomTom führt einen häufig dieselben Strecken. Gerade an Problempunkten wie dem Kölner Südkreuz oder der Ausfahrt Köln-Delbrück hat sich TomTom zudem häufiger bei mir in Bezug auf die Staudauer vertan, wobei sich auch die anderen Navi-Apps an diesen Verkehrsknotenpunkten schwer getan haben. Außerdem, App-Updates dauern für meinen Geschmack bei TomTom viel zu lange, gefühlt werden zudem eher unwichtige Dinge in die Updates gepackt. Außerdem, die Android-Version ist deutlich weiter fortgeschritten als die iOS-Fassung. Ich würde mir von TomTom insgesamt eine viel höhere Entwicklungsgeschwindigkeit wünschen. Pro Monat könnt ihr mit TomTom Go Mobile 75 Kilometer gratis fahren. Darüber hinaus werden 20 Euro Jahresgebühr fällig. Platz 3. Here we go. Die vielgerühmten Here Maps, sie heißen jetzt Here we go, gehörten einst Nokia, wurden aber vor nicht allzu langer Zeit unter anderem von einem Konsortium bestehend aus Audi, Daimler und BMW aufgekauft. Ich habe die App nicht allzu lange getestet, war aber beeindruckt von der Qualität der Here-Karten-App. Here Maps ist ein echter Google Maps Konkurrent und bietet neben klassischen Autorouten Infos zum öffentlichen Nahverkehr sowie Fahrradrouten. Offline-Maps, ein gutes Webinterface, eine variable Stauumfahrung, regelmäßige App-Updates und eine rundum solide Navi-Erfahrung runden das Gesamtpaket ab. Auf der offiziellen Website werben die Macher von hier, dass man mit großem Aufwand den Verkehr analysiere, neben einer großen Fahrzeugflotte, eigenen Sensoren, Prüfungsfahrzeugen und vielen weiteren Quellen wirbt man mit dem technisch maximal Machbaren. In der Praxis kam es mir trotzdem ein wenig wie Marketinggewäsch vor. Zwar waren die Verkehrsinformationen oft recht akkurat und ungefähr auf dem Niveau von TomTom, es mangelte bei Here We Go aber genau wie bei TomTom an den Ausweichrouten. Dennoch hat Here We Go flexibler auf den Verkehr reagiert als TomTom, weshalb ich Here We Go vor TomTom platzieren würde. Here We Go ist kostenlos in den App Stores verfügbar und auch kostenlos nutzbar. Platz 2. Waze. Waze war lange Zeit ein echter Geheimtipp. Die aus israelischer Feder stammende App wurde 2013 von Google aufgekauft. Das Besondere an Waze, die Nutzer melden Staus, Unfälle, Blitzer oder andere auf der Strecke vorkommende Ereignisse. Darüber hinaus bezieht Waze Informationen auch aus weiteren offiziellen Quellen. Waze wurde speziell zu dem Zweck ins Leben gerufen, Staus zu meiden. In Kombination ergibt sich so ein fast unschlagbares Paket. Das zeigt sich auch in der Routenführung, denn Waze führt euch konsequenter um Staus herum als alle anderen Navis. Auch durch die kleinsten Gassen und Straßen, von denen man nicht einmal wusste, dass sie überhaupt existieren. Leider ist Waze hierzulande immer noch viel zu unbekannt, denn Waze lebt davon, dass die User mitmachen. In Ballungsgebieten funktioniert Waze schon ziemlich gut, dennoch müssten es auch in den Ballungsgebieten viel mehr User sein, als es bislang der Fall ist. Es ist aber gar nicht so einfach, auf Waze aufmerksam zu werden. Ich bin auch nur über einen Freund auf die App aufmerksam geworden. In der Praxis bedeutet das, dass Waze sich in Sachen Verkehrsinformationen leider kaum von den anderen Navi-Anbietern unterscheidet und man sehr wohl auch mit Waze mal in einen Stau kommt, den das System nicht kennt. Ist mir erst letztens innerhalb von Köln passiert. Ein Stau, den der Testsieger übrigens kannte. Dass man allerdings deutlich aktiver um Staus herumgeführt wird, hebt Waze auf Platz 2 in diesem Vergleich. Sehr positiv ist zudem, dass Kartenfehler und Straßensperrungen sehr schnell und aktiv von der Community aktualisiert werden. Mich hat aber noch gestört, dass die Ankunftszeiten von Waze häufig sehr, sehr optimistisch waren. Man muss schon einen ganz schönen Gasfuß haben, um die angezeigten Ankunftszeiten zu erreichen. Offline-Karten bietet Waze auch nicht und manchmal meint es Waze auch zu gut und man wird wirklich durch die allerletzten Straßen und Winkel gelotst, nur um ein paar Sekunden gut zu machen. Trotzdem, Waze ist ein
absolutes Top-Navi für alle, die Wert auf gute Verkehrsmeldungen und eine proaktive Stauumfahrung legen. Waze ist kostenlos für iOS und Android verfügbar. Platz 1, Google Maps. Auf Platz 1 ist für mich der unangefochtene Kartenplatzhirsch. Ich hatte Google Maps lange Zeit nur als netten Kartendienst mit Street View, Fahrradkarten und exzellenten Infos zum öffentlichen Nahverkehr auf dem Schirm. Irgendwann habe ich es dann auch mal als Navi ausprobiert und war dann erstmal von der sehr schlichten Kartendarstellung und den fehlenden Geschwindigkeits- und Blitzerinfos etwas enttäuscht. Gerade optisch ist Google Maps die schlichteste aller hier vorgestellten Navi-Apps. Punktet dafür aber mit sehr guter Übersichtlichkeit und sogar Spurinformationen. Im Vergleich zu allen anderen Navi-Apps punktet Google Maps zudem mit den aktuellsten Verkehrsinfos und den besten dynamischen Routen, ohne einen durch die letzten Straßen zu schicken, wie Waze das halt eben manchmal tut. Hunderte Millionen Android-Geräte mit laufenden Google Maps sorgen für ein sehr aktuelles Abbild des Verkehrsflusses. Sehr positiv gefällt mir auch, dass Google Maps einen per Sprachansagen über Staus vorab informiert. Da kann man sich also schon mal ein bisschen drauf einstellen. Und das Ganze funktioniert äußerst präzise. Dieses Feature bietet sonst nur TomTom Go Mobile, allerdings nur in der Android-Version. Im Berufsverkehr bin ich mit Google Maps am besten und entspanntesten gefahren. Im Hintergrund habe ich dann meist noch Waze ohne Routenführung laufen lassen, damit ich auch bei zu hoher Geschwindigkeit und vor Blitzern akustisch gewarnt werde. Also die Kombination von Google Maps und Waze ergibt fast das perfekte Navi. Was viele zudem nicht wissen, bei Google Maps kann man sich Kartenausschnitte offline herunterladen. Und Verkehrsinformationen vom zweitplatzierten Waze fließen ebenfalls bei Google Maps mit ein. Aber bei allem Lob, auch Google Maps ist nicht perfekt. Bei Straßensperrungen braucht Google Maps leider recht lange, bis diese erfasst sind. Und ich habe auch schon zwei Pleiten erlebt, wo ich auch mit Google Maps so richtig im Verkehr stecken geblieben bin. Aufgrund der besten Verkehrsinformationen sowie den flexibelsten Ausweichrouten ist Google Maps für mich dennoch die beste Empfehlung für euch in Bezug auf den Berufsverkehr. Bitte berichtet mir doch von euren Erfahrungen in den Kommentaren, ob ihr es genauso seht oder ob ihr komplett andere Erfahrungen gemacht habt. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Video, euer Fabian.